Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Rallye-Fans, Rennsport-Fans, wie auch immer. Wir sind wieder unterwegs hier in Dirt Rally. Ich hoffe, es funktioniert alles. Wir springen in die Meisterschaft zurück. Wir sind aktuell auf Position 4 von 6 Events, sind wir auf Event Nummer 2 in der Open-Meisterschaft. Wir haben als Auto den Renault Alpine A110. Ich habe keine Telemetrie-Mod drin. So viel kann ich schon mal verraten. Also nicht denken, da kommt jetzt Telemetrie-Mod. Ist mir momentan noch ein bisschen zu viel experimentieren. Ich will erstmal wieder alles ans Laufen bringen. Danach gucke ich mal, ob wir noch Telemetrie-Mod kriegen, brauchen, haben wollen. So, wir sind in Schweden. So, ich hoffe, das klappt alles mit dem Mikro. Ich hoffe, ihr hört mich laut genug. Ich hoffe, das kommt wirklich gut an. Ich bin gerade am gucken, wie die Ausschläge sind, wenn ich den Kopf ein bisschen anders drehe. Ich versuche gerade nochmal was. Ist nämlich gar nicht so einfach für mich. Ich will genug Lenkfreiheit haben. Und ja, habe deshalb das Mikrofon ein bisschen neben dem Mund. So, da ist unser Auto. Der schwarz-rote Zustand. Ja, ich glaube, das 5, passt. 4, 3, 2, 1. Vorsicht, 80, senke, rechts, 6. So, wir sind in Schweden. Über Kuppe 40. Rechts halten, über Kuppe vielleicht Sprung. Und Vorsicht, wir gehen das hier, 60, wir gehen das hier extrem relaxed an. Lange Welle. Nicht wundern. Links 5, über 80, über Kuppe, Welle, Kuppe. 60, Kuppe, es wirkt vielleicht ein bisschen Kuppe. Langsam. Links 6, aber rechts, wir sind Anfänger, Kuppe. Wir sind hier in der Open-Meisterschaft. Links 4, über Kuppe. Rechts 5, über kleine Kuppe. 100, über kleine Kuppe, Welle. Ja. Rechts 6, links 3, halb lang. Wir stecken im Schnee. Das gibt's doch nicht. Hallo, die Zeit läuft und läuft und läuft und läuft. Und wir sitzen fest. Uns kommt keine Einblendung, dass wir 40. Achtung, Kuppe, zurücksetzen können. Links 4 über Kuppe macht auf und Kuppe. Rechts 5 halb lang. Also mich hat schon jemand gewarnt, dass Schweden sehr, sehr gefährlich wäre. Lang Kuppe. Rechts 3 lang, 60. Wegen diesen Schneebergen hier. Der hat wohl recht. Oh Gott, 32 Sekunden liegen wir hinten. 15 Sekunden sind Rücksetzen. 17 sind Unfähigkeit des Fahrers. Ja, im Force Feedback hier hat sich auch was geändert. Boah. Am Force Feedback hier hat sich auch was geändert, irgendwie. Das ist teilweise ein bisschen seltsam. Ich liebe das, wenn Spieleentwickler hingehen. Landgruppe und rechts 4 über Kuppe. Boah, Alter! Ich liebe das, wenn Spieleentwickler hingehen und patchen ihr Spiel. Und es ändert jedes Mal die komplette Fahrdynamik von ihrem Rennspiel. Weil du dir irgendwie schon mal die Frage stellst, mein Auto, wenn ich da neue Reifen aufziehe, verändert sich das Fahrverhalten auch ein wenig. Sag mal. Gott, Schweden. Ey, sag mal. Ich hab voll eingelenkt auf die andere Seite und der lenkt in die andere Richtung. Links 2 innen. Also irgendwie, Leute. Ich habe gedacht, das ging wieder hier. Aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Also nicht falsch verstehen, das Force Feedback fühlt sich nicht gut an. Links 5 und kleine Kuppe 100. Oh.
Entschuldigung, ich habe einen Schnee berührt. Meine Fresse, ist das empfindlich hier. Null Toleranz. Das ist echt, das ist null Toleranz. Wenn du irgendwie in Schnee kommst, zieht dich das Auto in die Schneegeschichte und ja, wenn du zu stark reinkommst, drehst du dich. 60, Kuppe, Flexbruch. Rechts 3, durchsenke Kuppe. Ich trau mich gar nicht, irgendwie schneller zu fahren, weil... Vorsicht, links 2, über Welle. Kleine Kuppe, Welle, 40. Achtung, links 2. 60. Geh doch mal rum da. Rechts 5, über Kreuzung 40. Vorsicht, links 3, über kleine Kuppe, macht auf, über Kreuzung. Rechts 4, innerhalb 40. Über lange Kuppe, rechts 4, halb lang. Links 4, halb lang. Super. Das Auto auf den Kopf gestellt, links beinahe. Links 5, halb lang, über Kuppe. Rechts 5, 40. Rechts 6, über Kuppe, vielleicht Sprung. Oh, ey, dieses Auto, das Handling von dem Fahrzeug, so bescheiden. Hallo? Falsche Wippe. Links 6, über Welle. Ich hätte vielleicht doch Race Room Nordschleife fahren sollen, 60, anstatt Dirt Rally. Rechts 3, Eck. Links 5, 40. Rechts 5, lang, über Kuppe. Also ich sag's mal so, das Auto rutscht hier rum wie Hund, weil Schnee und Eis, ne, ist klar. Kann ich hier auch mit leben. Aber ich hab die Tage extra noch eine Probefahrt gemacht auf Schotter, da fuhr das Auto Bombe. Da habe ich gedacht, es passt, jetzt kommen wir hier in die Schneelandschaft. Und ich fahre die größte Scheiße zusammen und das ärgert mich über, also ärgere ich mich über mich selbst. Trotzdem sind wir Sechster, weil wir sind hier in der Open-Meisterschaft. Die sind alle noch relativ schlecht. Ihr seht ja, da sind sogar Leute dabei, die sind 10 Minuten zu spät reingekommen. Also es ist kein Drama. Wir können uns dann noch nach vorne arbeiten, da können auch noch Leute ausfallen. Das passt ja alles. Das ist alles kein Drama, nur... Ich weiß nicht so genau. Also ich weiß halt nicht so genau. Ich warte auf Feedback vom Auto, was einfach nicht kommt. Und ich weiß nicht warum. So, mal gucken, ob das jetzt besser wird. Ich gewöhne mich ja auch langsam wieder dran. Also ich bin extrem vorsichtig, ihr merkt das schon. Rechts 5 übersprungen. Könnt vermutlich schneller fahren. Wobei ich weiß nicht, ob ich schneller fahren könnte. Es ist immer so eine Sache. Ich denke häufig, ich könnte schneller fahren. Aber eigentlich kann man gar nicht schneller fahren. Ihr seht ja auch hier, ich habe nur eine Sekunde verloren. Ah, Mist. Achtung, links halten, über Kuppe, 40, links 3. Rechts 4, halb lang, macht zu bis 3, Welle. Bremst doch mal rechts runter, 4, Auto. Bis 3. Wisst ihr, trete ich zu stark links drauf, blockieren die Räder auf, und ich rutsch. Trete ich zu schwach ich drauf, bremst er mich und ich fahre in die Schneebarriere nebenbei. Ich habe meinen Bremspunkt hier noch nicht gefunden.
Super, das war ein Sprung und dann kommen wir schräg bei der Landung und dann geht's ab in den Schnee. Ja, super. Falsche Wippe. Ich hasse es, wenn ich mit dem Lenkrad 900 Grad lenken muss. Aber wenn man es nicht macht, lernt man es halt auch nicht. Deshalb quäle ich mich da durch. Alter, ich kann doch nicht so... Links 3, Kuppe. Rechts 2 lang, mach zu 80. Ich bin hier echt hardcore am Kämpfen. Links 4, über Kuppe, Sprung, mach zu 60. Wo kam denn der Schnee her? Da war doch gar nichts zu sehen. Da liegt da ein bisschen Schnee auf der Straße. Liegt ein bisschen Schnee auf der Straße, fädelt er sich ein. Links 4, halb lang. Kuppe, Sprung. Boah, das ist schwierig hier. Ich bin froh, wenn wir wieder woanders hinkommen. Rechts 6, über kleine Kuppe, in links 5, halb lang. Achtung, rechts 6, in links 3, lang, nach Kreuzung 40. Kuppe, Sprung. Rechts wird lang und links halten, über Kuppe, vielleicht Sprung. Ja, Kuppe Sprung ist ätzend. Links 5, mach zu, über Kuppe, hängt nach außen, 60. Rechts 6, durchsenke, Achtung, ja, links deshalb über zum Kuppe, Beispiel. Welle, 60. Du bist zu schnell, denkst Kuppe Sprung, man will dann da drüber springen und dann links geht danach aber eine Kurve Kuppe, ab und du Welle, springst 60, praktisch Kuppe, genau in die Sprung, Seitenwand. Senke, bis Oh, Alter, ey, ich lenk doch schon rum. Wie weit muss ich denn rumlenken, damit der mal rumlenkt? Oh. Gott, ich... Oh, Leute, ich ärgere mich über mich selbst. Trotzdem Fünfter. Alter, ich ärgere mich so, ich finde, das ist so scheiße, wie ich fahre. Aber ich gebe mein Bestes. Ich bin da auch verwirrt, ey. Das ist alles weiß vor mir. Du kommst da angeflogen, musst Scheibenwischer bedienen, musst einen Bremspunkt finden. Die Bremsen verhalten sich in jeder Kurve anders. Dein Kotflügel berührt ein bisschen den Schnee und ich dreh's rum. Hölle. Hölle, sag ich da nur. In 60er Jahren, wer da Rallye gefahren ist, ey, größter Respekt. Echt, aber ich glaube, die waren auch langsamer, als wir das heute versuchen. Ich versuche wahrscheinlich auch viel zu schnell zu fahren, weil ich ganz andere Bilder im Kopf habe. Von aktuellen Rallyes. Wie schnell die da um die Kurve driften und so weiter. Ich glaube, das geht mit dem Auto gar nicht so. Also, versteht's nicht falsch. Ich glaube, ich überfordere mich selbst und überfahre das Auto. Ich muss vermutlich einfach nur langsamer fahren. 4, 3, 2, 1. Vorsicht, links 4, 40, Welle, über Kreuzung. Rechts 5, Vorsicht, Welle, Sekte, links 5, über Kuppe, 60. Links 4, lang, über Kuppe, mach drauf. 40. Ich versuch's mal, ich fahr mal ein bisschen langsamer, bisschen links konzentrierter. 4, rechts 5, 60. Sprach's und fährt links in den Schnee. Und Welle. Vor allem, da sagt das an als 5er Kurve und dann kommst du nicht rum. Über Kuppe, vielleicht Sprung, 40, links 5. Rechts 5, halb lang, 60, Welle. Rechts 4, halb lang, 40, links 4, lang, über Kuppe, 40. Alter, das Auto, das fährt wie ein Schiff. Rechts 3, über Kuppe, über Kreuzung, 60. Rechts 3, über kleine Kuppe, 40. Links 5, über Kreuzung, 60. Achtung, rechts 2. Bei Kuppe 40, kleine Kuppe Welle. Links 2, die Sekte. Rechts 5, halb lang und Kuppe. Links 3, die Sekte.
Gruppe 60. Rechts 3, eng. Links 4, lang und Gruppe 40. Vorsicht, rechts 5, überkreuzen. Ah, schon wieder, ey. Wieso sehe ich das denn nicht? Mach zu bis 3, lang, 100 über 2 Kuppen. Ich fahre daneben in die Schneebarrieren rein, sozusagen, ohne dass ich es mag, dass ich da reinfahre. Und auf einmal stehe ich drin und dann zieht das Auto rum. Vielleicht Sprung über Kuppe. Sofort links 4 und Kuppe. Rechts halt, über lange Kuppe. Links 6, 40. Rechts 3, über Kreuzung. Links 4. Rechts 2 durch Senke, nicht schneiden. 40. Links 3 über Welle. Macht auf Lamm 60. Rechts 4, 60 über kleine Kuppe. Links 4, lang, macht zu. Rechts 2, hinten halten. Links 2, lang, 100 durch Senke. Vorsicht, rechts 5, verläuft über 2 Kuppen. 80, rechts 5, über Kuppe. Ja, ihr hört's, ich bin konzentrierter. Links 3 lang, innen halt. Links 4, über Kuppe. Rechts 3 lang, macht auf. Links 4, halb lang, über Kuppe, 150. Links 4 lang, macht zu. Rechts 4 lang, macht auf und macht zu. Über Kuppe 100 Grad. Links halt mit Vollgas, Kuppe Sprung. Rechts 5, 40, Kuppe. Rechts 2, halb lang. Bleib auf der Straße, please. Links 3 lang und lang Kuppe. 90 Grad rechts. 60, Kuppe. Rechts 6, Kuppe. Komm rum. Links 5, halb lang Kuppe. Rechts 5, mach zu bis 4 über Kuppe. Das ist jetzt einfach mal ein bisschen konzentrierter und vor allem rechts langsamer halt gefahren. Links 6, 100 über kleine Kuppe, Welle. Ich versuche hier weniger zu erzwingen. 100. Wenn ich mir unsicher bin, bremse ich halt, auch rechts wenn es eine Gerade ist. Dann ist es halt kleine. So. Kuppe, Welle, 60, Kuppe. Es sind ja auch viele Rallye-Stages rechts jetzt mittlerweile machen. Im Spiel, die wir in der ersten Karriere überhaupt nicht mit dabei hatten. Rechts 4, lang Kuppe, 60. Mittig halten, über Kuppe, vielleicht Sprung. 40, rechts halten, über Kuppe, vielleicht Sprung. 40, links 6. Rechts halten, über kleine Kuppe, Welle, bis Ziel. Und ich fand, die war jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir sind langsamer gefahren als in den vorherigen Etappen und haben nur 19 Sekunden verloren. Und das hat uns auf Platz 3 auf dieser Etappe gespült. Und im Event auch auf Platz 3 gespült. Also falls wir das nochmal hinkriegen, so zu fahren, dann haben wir eine Chance, unter den Top 3 abzuschließen. Und wenn ein Fehler passiert bei einem der ersten beiden, dann haben wir vielleicht sogar die Chance, einen besseren Platz zu bekommen. Und das wäre eigentlich ja, gar nicht mal so schlecht. So, Nachmittag bewölkt. Wieder so eine relativ gerade Strecke. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Ich finde, das ist hochgradig anstrengend. 3, 2, 1. Vorsicht, rechts 5 lang, über Kuppe, Welle. Vor allem mit 900 Grad Lenkung. Rechts halten, über Kuppe, Welle 40. Links 6, 60. Rechts 5 halb lang, über große Welle 60. Links 6, über Kuppe, vielleicht Sprung 60, über Welle. Links 5 lang, verläuft über Kuppe, Welle 40. Rechts 3 lang, über Kreuzung macht zu.
Links 6. Rechts 5 lang, Gruppe Welle. Links 6 gerade durch Senke. Links 4, 40. Achtung, links 5 lang, macht auf, über Gruppe, Sprung. Rechts 4 halb lang, Gruppe. Gruppe. Rechts 3, über Welle, 60. Achtung, links 4 über Gruppe, Sprung, macht auf, 80. Links 4, über 80, und Gruppe. Rechts 3, links 2, lang, Welle. Rechts 3, eng, nicht steil, Gruppe Sprung. Links 5, halb lang, über Wellen. Rechts 4, halb lang. So, Scheibenwischer mal ein bisschen links benutzen fünf, hier. Halb lang, über Kuppe, Sprung, 40. Weil weißer Dreck auf weißer Straße. Rechts 4, halb lang. Da siehst du nicht mehr viel. Links 6. Links 6 lang, mittig halten, über großen Sprung, 80. Rechts 4, macht auf und macht zu, über Welle. Macht Achtung, auf und macht drei, zu? Wo sind wir denn hier? Mit auf und zu. Links 3, halb lang, macht auf. Rechts 3. Links 6. Rechts halten, über Kuppe, Welle, 60. Achtung, Welle, links 4, macht zu. Bis 3, über Kuppe, hängt nach außen. Rechts 2, halb lang. Und wir waren links zu schnell. Links 3, macht auf, 60, über lange Kuppe. Das ist die Kunst, sich selbst einzubremsen. Und langsamer zu fahren, als man denke, als man fahren könnte. Rechts 5, 80, durch Senke. Vorsicht, rechts 4, über Kuppe, macht auf, über 80. Dann funktioniert das hier super, stelle ich gerade fest. Rechts 5, übersprungen. Rechts 5, in rechts 5, innen halten. Rechts 5 lang, verläuft über Welle und links 5, 40. Große Welle. Rechts 5 lang, 40. Welle, senke. Rechts 4 über Kuppe, Welle, 60 über Welle. Links 5 lang, verläuft über Kuppe, vielleicht Sprung, 40. Bis Ziel. Ach, Mist. Da fädelt er ein. Und hängt fest. Ach, und natürlich kommt wieder mal nicht die Einblendung. Kommt natürlich wieder mal nicht die Einblendung, dass du zurücksetzen kannst, ne? Fädelst du ein, überschlägst dich, stehst im Schnee und es kommt keine Einblendung. Und du stehst da rum. Kostet dich Zeit ohne Ende. So, 3:34, wir sind Fünfter geworden. Ja, hätten wir den blöden Fehler nicht gemacht, wären wir auf Platz 4 gelandet. So, bringt uns insgesamt Platz 4. Wir sind leicht abgesackt. Das ist ärgerlich, ey. Dritter hätten wir werden müssen. So, sind wir Vierter. Bringt uns 37.368 Credits. Und ich hoffe, wir haben genug gemacht, dass wir hier ja, mehr vom Auto freischalten. Momentan sind wir in der Meisterschaft immer noch auf Platz 4. Wir brauchen ein paar mehr Punkte. Wir müssen mal irgendwo ein bisschen besser punkten. Es ist ein Drama. Mehr sage ich dazu nicht, wie es ist, ein Drama. So, und ja, mit über 100.000, die wir haben, gucken wir mal gerade in die Teamverwaltung rein. Unsere Fahrer bleiben uns noch mindestens 28 Rennen erhalten. Das hört sich ganz gut an. Dann können wir hier beim nächsten Mal weiterfahren in der nächsten Meisterschaft. Auf der nächsten Etappe. Ich weiß gar nicht, was die nächste Etappe sein wird. Wir können, glaube ich, können wir mal reingucken. Also sehen wir das? Abgeschlossen 3 von 6. Aber wir sehen nicht, was das nächste Rennen wäre. Da muss ich dann schon richtig reinspringen. Dann lädt er wieder. Ja, gut. Lassen wir uns überraschen. Meine Meisterschaft Details. Ja, aber wir sehen auch hier nicht, wo das nächste Rennen wäre. Naja, schade. Lassen wir uns mal überraschen, wo das nächste Rennen ist. Das sehen wir irgendwann in den nächsten Tagen. Ich bin erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.